Jo, liebe Leute, schönen guten Tag, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Mario Odyssey Video. Und ja, ihr habt richtig gelesen, heute zeige ich euch einen Trick, wie ihr Cappy töten könnt, verschwinden lassen könnt, mit einem kleinen Trick-Glitch, den ich euch heute zeige, wie ihr wirklich Cappy von eurem Kopf oben verschwinden lassen könnt. Und es ist gar nicht so schwer, es sieht ziemlich lustig aus. Ich zeige euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Und zwar müsst ihr dafür ins Luncheon Kingdom, also ins Schlemmerland, erstmal reisen. Und dieser Glitch funktioniert auch in ganz vielen anderen Königreichen. Es gibt nur zwei Dinge, die ihr dafür braucht. Einmal ein Objekt, was Mario kicken bzw. so wegtreten kann, wenn er dagegen läuft. Und ein Objekt, also ein Gegenstand oder eine Person, also ein NPC, wo er Cappy gegenschmeißen kann. Und diese Konstellation gibt es halt in vielen Königreichen. Und erstmal ein großes Shoutout an Mr. Incredible, der mir auf Twitter alles geschickt hat. Er hat es in ganz, ganz vielen Königreichen geschafft, hier eingeblendet, mit Beweis-Screenshot sogar. Vielen Dank an dich, weil wirklich auf YouTube gibt es kein richtiges Tutorial dazu oder irgendwas. Deswegen erkläre ich euch das Ganze jetzt. Und zwar im Luncheon Kingdom ist das Ganze ziemlich leicht, weil dort auf dem Schlemmerplatz so viele Objekte und NPCs rumstehen, dass man das dort ziemlich leicht machen kann. Und zwar habe ich mir diese drei hier ausgewählt, diese drei NPCs, und dahinter ist ja diese komische Bohne. Und falls ihr es verkackt, könnt ihr einfach wieder zum Schlemmerplatz reisen und dann könnt ihr es einfach nochmal probieren. Und zwar müsst ihr am besten davor einen Longjump machen, damit ihr eine gewisse Geschwindigkeit habt. Dann müsst ihr, so wie ich hier, einfach Cappy gegen den NPC werfen. Und in der Drehanimation von dem Cappy-Wurf müsst ihr dann eine Kick-Animation machen, hier in dem Falle gegen die Bohne. Ihr seht hier, und danach auf einmal aus heiterem Himmel ist Cappy verschwunden, Leute. Einfach so verschwunden, weg für immer. Nein, Leute, natürlich nicht. Cappy ist noch da. Man sieht ihn nur nicht, er ist unsichtbar. Es sieht aber so aus, als wäre er weg, weil man sieht halt Marios Haare. Und wenn man lang genug stehen bleibt auf der Stelle, dann sieht man sogar die Augen von Cappy, wie die einfach aus dem Nichts, aus den Haaren von Mario auf einmal kommen. Man könnte glatt denken, dass Cappy Mario übernommen hat und die Kontrolle über ihn hat. Auf jeden Fall, wenn man den Cappy wieder einmal wirft, dann ist der Glitch wieder weg. Ich finde es auf jeden Fall ein lustiger Glitch, den ich unbedingt euch mal zeigen wollte. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Einen Daumen nach oben, da würde ich mich echt drüber freuen. Dann weiß ich, dass ihr noch Bock habt auf irgendwelche kleinen lustigen Glitches. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo. Oh.